Martin war in Thur Bischof. Er ist aber Mensch geblieben, sehr einfach. Einfach von Kleidung über alles, dass er dem Klerus nicht sich angeschlossen hat. Und das ist eigentlich das Überzeugende. Und er ist treu geblieben bis zu seinem Tod. Und das ist ein sogenannter römischer Grenzstein, der die Region des heiligen Martin damals im Römischen Reich schon und danach auch beschrieben hat. Und das hat man jetzt heute, um die Wege neu zu markieren, neu hier aufgerichtet. Ungefähr 600 solche Steine sind hier in der Gegend aufgerichtet, die den Weg zeigen. Hier geht es nach Thur und hier geht es auch nach Thur. Okay. Dort geht und dann auf den Spuren nicht nur von Martin, sondern auch von anderen Persönlichkeiten zu wandeln, in sich zu gehen und einfach mal zu sagen, ich reflektiere danach mal kritisch, ja, wo ich stehe.